Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Weihnachten steht vor der Tür und ihr habt mich ja alle in den letzten Wochen so heftig supportet, dass ich euch auch etwas zurückgeben möchte. Deshalb könnt ihr heute ein paar der brandneuen Nike Kyrie 7s gewinnen, die neuen Signature Sneaker von Kyrie Irving. Ich persönlich trage in meiner Freizeit fast exklusiv LeBron-Schuhe, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich zum Zocken am liebsten Kyries trage. Alles, was ihr zum Teilnehmen machen müsst, ist meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und in die Kommentare zu schreiben, welchen Colorway ihr haben wollt. Also zum Beispiel den Creator, Sisterhood, den hier in Schwarz-Weiß oder diese Variante in Schwarz-Rot. Dazu noch entweder eure Mailadresse oder den Instagram-Namen. Ich lose das Gewinnspiel in 3 Tagen auf meiner Instagram-Seite aus, also am 23.12. und kontaktiere dann den Gewinner. Viel Erfolg an euch alle und frohe Weihnachten. Kommen wir zur NBA. Ich möchte heute mit euch über mein persönliches Power Ranking reden. Ich habe mir überlegt, welche die 10 Teams sind, die ich vor dem Saisonbeginn am stärksten einschätze. Ich wollte kein separates Video über den Osten und Westen machen, sondern ein großes für die gesamte Liga. Heute geht es nicht um Regular Season Standings, sondern ich richte den Blick schon bis hin zu den Playoffs, welchen Teams ich da am meisten zutraue und warum. Bevor wir über die eigentliche Top 10 reden, hier erstmal ein paar Teams, die es nicht reingeschafft haben. Die Houston Rockets, Toronto Raptors und Utah Jazz. Houston nicht in der Top 10 zu haben, war eine schwierige Entscheidung, aber ich sehe 2 Szenarien für sie in diesem Jahr. Im ersten bleibt James Harden, spielt zusammen mit John Wall, Christian Wood und Boogie Cousins die Saison bei den Rockets zu Ende. Dieses Team hat sicherlich eine Menge Potenzial, ich traue dem Ganzen aber nicht. Wie gut kann ein Team sein, dessen Superstar und bester Spieler unglücklich ist und keine Lust mehr hat, für einen zu spielen? John Wall war 2 Jahre verletzt, der Head Coach ist im ersten Jahr, man hat Spieler wie Robert Covington verloren. Ich halte die Rockets durchaus für ein Playoff-Team, aber in diesem Jahr gibt es halt 10 Teams, denen ich mehr zutraue. Ähnliches gilt für Utah, die ich ebenfalls durchaus in den Playoffs sehe, ihr Potenzial dort aber limitiert ist, so wie es in den letzten Jahren Mal für Mal zu sehen war. Man hat defensive Probleme, weil ihr spezielles defensives Schema in der Postseason super anfällig ist und offensiv fehlt neben Mitchell einfach die Feuerkraft. Ich habe mich auf Instagram bereits ausführlich mit German Raptors über Toronto unterhalten, wir haben besprochen, wie wir die Offseason fanden, den Kader einschätzen und was wir für die nächste Saison erwarten. Wir beide hatten die Raptors als 6. bestes Team im Osten und weil die ersten 5 hier in der Top 10 sind, war für den Champ von 2019 kein Platz hier drin. Für Toronto wird es wichtig sein, dass sie a. das, was sie letztes Jahr schon so ausgezeichnet hat, wieder ähnlich gut machen können und b. die Bereiche, wo es Probleme gab, dort besser zu werden. Man war defensiv überragend und es wird schwer, wieder so gut zu sein in Anbetracht dessen, dass man mit Ibaka und Gasol 2 defensive Säulen verloren hat. Und offensiv hängt viel davon ab, ob Spieler wie OG, Anunoby und vor allem Pascal Siakam den nächsten Schritt machen können. Alles in allem reicht es aber knapp nicht für eine Top 10 Platzierung. Kommen wir zum 10. Rang, ich habe mich für die Portland Trail Blazers entschieden. Die Blazers waren einer meiner Gewinner der Offseason, weil sie sich individuell gut verstärkt haben mit Spielern wie Robert Covington, Enes Kanter und Derrick Jones Jr. Woran hapert es bei den Blazers seit Jahren? Vor allem an Tiefe auf dem Flügel, dass man da defensiv in den Playoffs einfach nicht mithalten kann. Mit Robert Covington hat man einen der besten Wing-Defender der Liga geholt. Er bringt außerdem unglaublich dringend benötigtes Shooting, zieht das Feld auseinander und kann Gegner bestrafen, wenn diese ihre ganze Aufmerksamkeit auf CJ oder Dame richten. Nun, die Blazers sind kein großer Contender, man ist immer noch einiges an Qualität weg von der absoluten Spitze im Westen, aber man befindet sich, denke ich, in diesem nächsten Tier. Ich denke außerdem, dass Damian Lillard aus dieser Experience aus der ersten Runde vergangene Saison gegen die Lakers lernen konnte. LA hat es geschafft, Dame für dessen Verhältnisse wirklich auszubremsen, hat ihm im kompletten Halbfeld den Raum weggenommen und zum Abspielen oder zu weiten Würfen gezwungen. Ich erwarte eine herausragende Saison von Damian Lillard. Ich traue den Blazers durchaus Homecourt für die Playoffs zu, mal sehen, wie es dann weitergeht. Auf dem 9. Platz stehen die Philadelphia 76ers, die ich Jahr für Jahr zu hoch einordne. Philly machte eine Menge Moves, angefangen im Front Office und Coaching Staff, dann was das Roster angeht. Zum ersten Mal seit längerem lässt sich aber eine genaue Idee erkennen.
Seth Curry und Danny Green bringen dringend, und ich kann es gar nicht genug betonen, wirklich dringend benötigtes Shooting. Die Supporting Cast um Joel Embiid dürfte ihm deutlich mehr helfen, und dazu habe ich nach den Playoffs ein langes Video gemacht. Das Al Horford-Problem wurde angegangen, und schafft es Doc Rivers, geeignete Rollen für Spieler wie Simmons und Harris zu finden, ist das wie so oft auf dem Papier ein richtig gutes Team. Auf der anderen Seite hat Rivers mich mit seinem Coaching in den Playoffs extrem enttäuscht und wirklich daran zweifeln lassen, wie gut er eigentlich noch als NBA-Headcoach ist. Ich sehe die Sixers im Osten an 5, was wiederum bedeutet, dass womöglich in der ersten Runde Schluss sein dürfte. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, Embiid oder Simmons, und damit meine ich nicht Embiid, zu traden. Denn so schwach der Osten auch immer gemacht wird, es gibt ein paar echte Contender dort, und die Sixers gehören, glaube ich, nicht dazu. Es geht weiter mit dem nächsten Team im Westen, den Dallas Mavericks. Ich sehe die Mavs als das viertbeste Team in der Western Conference, zum Großteil einfach wegen Luka Doncic. Luka alleine ist schon mal ein Garant für mindestens eine Top 5 Offense in der NBA. Der 21-Jährige gehört jetzt schon zu den meiner Meinung nach 6 besten Spielern der Welt, und man kann durchaus davon ausgehen, dass er sich weiter verbessern wird, schließlich kommt er gerade erst in sein drittes Jahr. Das Problem der Mavs war nicht die Offense, sondern die Defense, die nicht grauenhaft war, aber mit Rang 18 und einem 111er Defensive Rating auch weit weg von gut. Dort soll und wird Josh Richardson helfen, den man geholt hat und dafür Seth Curry abgab. Lineups mit Richardson, Kleber und Porzingis klingen zumindest in der Theorie gar nicht mal so schlecht, und Luka hat im letzten Jahr vor allem in der zweiten Saisonhälfte einige Fortschritte gemacht. Der Verlust von Curry tut offensiv natürlich weh, weil er viel Shooting mitgebracht hat, aber da muss ich ehrlich sagen, wird er mir mittlerweile fast schon etwas überschätzt. Die Quoten und das Volumen sind nicht von dieser Welt, darüber lässt sich nicht streiten. Aber der überwiegende Teil davon waren Catch-and-Shoot-Würfe, viele davon wide open. Er geht für einen so elitären Shooter sehr wenig über Screens und wirft aus der Bewegung, Pull-Up-Würfe sind auch nicht viele dabei. Seine Shot-Quality ist halt überragend, auch dank Luka. Ich denke also nicht, dass die Offensive groß schlechter geworden ist, zumal Richardson da auch helfen kann. Kombiniert man das mit einer womöglich deutlich stärkeren Defense, haben wir ein Team, das wie die Blazers immer noch weg von dieser Spitze, zu der ich nachher noch kommen werde, ist, aber trotzdem in den Playoffs Ärger machen kann. Auf Rang 7 befinden sich die Boston Celtics. Während einige der Konkurrenten im Osten zumindest auf dem Papier wirklich stärker geworden sind, kann man das bei den Celtics, glaube ich, nicht so wirklich behaupten. Man gehört nicht zu den Verlierern der Offseason, aber halt auch nicht zu den Gewinnern. Während wir alle natürlich den Hayward-Deal der Hornets kritisiert haben, so wird Gordon Hayward den Celtics wahrscheinlich fehlen auf dem Flügel. Ihn ohne echten Ersatz abzugeben, war aus spielerischer Sicht vielleicht nicht die beste Idee, natürlich ist der Small Forward keine 30 Millionen im Jahr wert, aber er kann trotzdem spielen. Boston hat im Kern das gleiche Spielermaterial, Schlüsselspieler wie Tatum, Brown, Walker, Theis und Smart gehalten, und darum sind die Celtics auch in diesem Jahr wieder eines der Top-Teams im Osten. Dennoch reicht es hier nur für Platz 7 und damit dem 4. Rang im Osten, heißt, ich sehe sie maximal in der 2. Runde. Viel hängt, denke ich, von Jason Tatum ab. Kann er den Sprung von einem Top-15-Spieler zum Top-10-Spieler machen, kann er endgültig zeigen, dass er die erste Option eines echten Contenders sein kann. Davon hängt, glaube ich, das Ceiling des Teams ab. Ich habe sie vor den Sixers, weil ihr Floor einfach deutlich höher ist. Philly ist eine große Wundertüte, wir wissen nicht wirklich, was wir bekommen, das Ganze kann wieder auch wirklich übel enden. Für Boston sieht es etwas anders aus, weil das Team in dieser Form mit diesem Coach schon länger zusammenspielt. Weiter geht es mit den Denver Nuggets, die eigentlich die Chance gehabt hätten, höher in diesem Ranking zu sein. Denver war neben Miami wahrscheinlich das Überraschungsteam der 2020er NBA Playoffs. Nikola Jokic hat seinen Status als NBA Superstar gefestigt und gezeigt, dass er diese Leistung auch in den Playoffs abrufen kann, und Jamal Murray explodierte vollkommen. Michael Porter Jr. hatte zwar defensiv große Probleme, ließ aber dafür offensiv immer wieder sein extremes Potenzial aufblitzen. Denver war am Höhenflug bis zur Offseason. Das Problem ist folgendes. Wenn du ein Team bist, das in diesen Contenderkreis reinkommt und du es dann nicht schaffst, dich in der Offseason gezielt zu verbessern, dann ist das ungünstig. Wenn dann auch eines der anderen Top-Teams, das so schon besser war als du, noch besser wird, dann ist die Lücke halt noch größer. Damit sind die Lakers gemeint. Ich finde, die Lücke zwischen Lakers und Nuggets ist heute größer als in den Western Conference Finals.
Und die Clippers darf man auch nicht vergessen. Die haben sich zwar nicht rostermäßig großartig verbessert, werden aber, nehme ich mal an, die Saison ganz anders angehen und alleine dadurch besser werden. Also versteht ihr, was ich meine. Denver ist nicht besser geworden und dadurch sind sie im Vergleich zur Konkurrenz eher schlechter geworden. Man hat Jeremy Grant verloren und damit geht vor allem Wing Defense verloren und die ist in den Playoffs unfassbar wichtig gegen Spieler wie LeBron, AD, Kawhi, George und das sind nur ein paar Beispiele aus dem Westen. Ich mache mir wirklich Sorgen um Denvers Playoff Defense, die so schon mit Jokic und Murray nicht top besetzt ist. Aber vor allem durch die beiden, dass sie ihr Two-Man-Game wann immer sie wollen rausholen können, sind die Nuggets auf Rang 6 in diesem Ranking und das drittbeste Team im Westen. Kommen wir zur Top 5 und ich habe die Miami Heat auf Platz 5. Das ist ganz schön weit unten für ein Team, das in den NBA Finals war, aber ich glaube trotzdem, dass das eine faire Entscheidung ist, weil es einfach deutlich höher ist als ihre Platzierung vor der letzten Saison. Crowder ist weg, das dürfte wehtun, ich mag die Verpflichtung von Avery Bradley. Miami hat weiterhin drei der Stützen, Jimmy Butler, Bam Adebayo und Goran Dragic, außerdem hofft man auf Weiterentwicklung bei den jungen Spielern Tyler Hero, Duncan Robinson und Kendrick Nunn. Miami ist ein absolutes Top-Team, gar keine Frage, aber ich sehe vier Teams noch vor ihnen, einfach weil diese in der Spitze mehr Superstar-Talent haben. Nun zu einer der großen Überraschungen und ich habe das auch morgen in meinem Video mit den 10 Vorhersagen für die neue Saison drin. Die Milwaukee Bucks werden in meinen Augen nicht den Osten gewinnen. Das Witzige ist, ich hatte sie in diesem Power-Ranking erst ganz oben in der Eastern Conference, habe dann aber bemerkt, dass sich das mit meinem Predictions-Video widerspricht. Also musste ich sie jetzt quasi um einen Platz nach unten packen. Ich denke, die Bucks werden die reguläre Saison auf Rang 1 beenden, aber nicht die Eastern Conference gewinnen. Ich mache mir wenige Sorgen um sie in der Regular Season, ihr Kader und das System sind wie gemacht dafür, um auch dort wieder die meisten Gegner zu überrennen. Aber wie gesagt, in diesem Power Ranking geht es nicht darum, wer in der regulären Saison die meisten Siege holt. Ich denke, der Holiday Deal wird in den Playoffs hilfreich sein, aber er wird nicht den Unterschied machen. Die Bucks haben an Tiefe verloren, Bledsoe, Hill, Matthews und Brown sind alle weg. Ich sehe drei Probleme, die Milwaukee hat. A. Coaching. Mike Budenholzer ist einfach kein guter Playoff-Coach, das wird Jahr für Jahr deutlich. Ich habe auch dazu nach den Playoffs schon ein Video gemacht. Er hält an seinem defensiven System fest, was in den Playoffs ungeeignet ist, macht offensiv wie defensiv keine bis kaum Adjustments, schafft es nicht, seine Stars in Szene zu setzen, bekommt die Minutenverteilung nicht hin und lässt merkwürdige Lineups spielen. Ich sehe kein Szenario, in dem die Bucks mit diesem Coaching andere Top-Teams schlagen können. Das wäre eventuell möglich, wenn der Kader dafür wirklich deutlich stärker wäre als die der anderen Top-Teams, aber das ist er glaube ich auch nicht. Klar hat man die vielleicht beste Big 3 der Liga, aber was kommt danach? Und das dritte Problem ist Playoff Giannis. Der Grieche hat keine Shooting Gravity, einen kaum vorhandenen Dreier und nicht vorhandenen Mitteldistanzwurf. Auch sein Playmaking und Passing lässt in den Playoffs eine Menge Wünsche offen. Man hatte so gehofft, dass er nach dieser Serie gegen die Raptors 2019 deutlich besser wird und Gegner bestraft, wenn diese die Zone zumauern. Ein Jahr später gegen Miami aber genau das gleiche. Man könnte als Team vielleicht eines dieser drei Probleme verkraften, maximal zwei davon, aber alle drei auf einmal, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genau deshalb sehe ich die Nets ganz knapp vor ihnen. Ich werde hier gegen niemanden argumentieren, der Miami oder die Bucks vor Brooklyn hat, da werde ich auf keinen Fall widersprechen. Stand heute ist Milwaukee sicherlich das bessere Team, aber in einer Playoff-Serie traue ich Kyrie und KD da einfach mehr zu. Ich bin da wahrscheinlich eher etwas optimistischer den Nets gegenüber als viele andere. Die Fragezeichen sind klar, wie kommt KD zurück? Harmoniert er mit Kyrie, wie ist die Chemistry nicht nur zwischen den beiden, sondern im kompletten Team? Und schafft es Steve Nash ohne jegliche Headcoaching-Erfahrung das Ganze unter Kontrolle zu behalten? Durchaus berechtigte Zweifel, keine Frage. Aber geht man davon aus, dass nicht dieser Worst Case eintritt, sollten die Nets sportlich gesehen ziemlich gut werden. Das Star-Duo, die nicht nur individuell für sich scoren können, sondern auch untereinander das Two-Man-Game laufen oder auch so beide zusammen an Actions beteiligt sein können. Man hat weitere starke offensive Pieces wie Spencer Dinwiddie und Caris LeVert, dazu Shooter wie Joe Harris oder Landry Shamet. Mit dem richtigen offensiven System, in dem jeder eine feste Rolle hat, könnten wir hier potenziell eine der besten Offenses der Liga sehen. Defensiv sieht das Ganze nicht so rosig aus, das und der Fakt, dass wir halt keine Ahnung haben, ob und wie das Ganze am Ende funktioniert, sind Gründe dafür, dass die Nets hier auch nicht höher auf dieser Liste sind.
Je nachdem, wie KD zurückkommt, hat man womöglich im Osten in jeder Serie den besten Spieler und selbst wenn er nicht ganz an sein Level von vor der Verletzung anknüpfen kann, sollte er es sein in den meisten Serien. Darum habe ich die Nets hier so weit oben. Kommen wir zur Top 2 und hier gibt es keine Überraschung, ich habe die Lakers auf 1 und die Clippers auf 2. Nachdem die Clippers letzte Saison am Anfang von vielen fand ich überschätzt wurden, werden sie nun, glaube ich, etwas unterschätzt. Ich sehe allgemein zwei Gründe, warum die Clippers besser sein werden. Der Kader hat sich in meinen Augen verbessert. Der Serge Ibaka-Deal war einer der besten der Offseason, man hat Luke Kennard geholt und Nicholas Batum. Betrachtet man dazu die Abgänge Montrezl Harrell, Shamet, Green, McGruder und Jackson, sollte das ein Roster sein, das besser miteinander harmoniert. Der andere wichtige Punkt ist folgender. Man hat Druck, man muss diese Saison anders angehen, man muss sich von Anfang an reinhängen, eine andere Kultur aufbauen. Schon alleine das wird das Team besser machen, dieses Wissen, dass es gewaltig schiefgehen kann, wenn man das Ganze nicht vom ersten Tag an ernst nimmt. Ich gehe also durchaus davon aus, dass die Clippers ein brandgefährliches Team und damit der größte Konkurrent der Lakers auf den Titel sein werden, vielleicht bekommen wir ja endlich unser Statuell. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gründe, skeptisch zu bleiben. Kawhi hat gezeigt, dass er als primärer Playmaker für andere, als Dirigent der Offense eines Contenders nicht gut genug ist. Auch George war in den Playoffs überfordert damit, immer wieder für sich selber aus dem Dribbling zu kreieren. Diese große Baustelle wurde nicht angegangen, dass ein weiterer richtig guter Playmaker geholt wurde und das könnte erneut zu einem Großproblem für die Clippers in den Playoffs werden. Während Teams wie die Nets oder Lakers immer wieder Actions laufen, wo beide Stars direkt beteiligt sind, machen das die Clippers nicht und ich glaube auch nicht, dass sich viel daran ändern wird. Die Clippers sind aber, denke ich, trotzdem ein elitäres Team, aber halt nur die Nummer 2 in der Liga, im Westen und in Los Angeles. Die Lakers waren letzte Saison ziemlich deutlich bereits das beste Team der NBA. Sie sind nicht als Top-Favorit in die Saison gestartet, waren vielleicht nicht mal der große Top-Favorit in den Playoffs. Und trotzdem gewann man jede Westserie in 5 Spielen und die Finals in 6. Es herrschte nie wirklich Gefahr, alles in allem ein extrem dominanter Playoff-Run. In der Offseason hat man sich dann noch weiter verbessert. Betrachtet man individuell die Abgänge und Zugänge, wird das schon deutlich. Schröder ist ein Upgrade gegenüber Rondo, Harrell und Gasol gegenüber McGee und Howard, Matthews und Green halten sich die Waage. Das ist eine Betrachtungsmöglichkeit, eine andere ist es, sich anzuschauen, wo die Probleme letzte Saison lagen. Mangelndes Scoring, Playmaking, Ballhandling, also insgesamt Shot Creation außerhalb von James und Davis. Dafür hat man Schröder geholt, der das kann, Harrell, der das kann und auch Gasol. Die Lakers Halbfeld-Offense war häufig wirklich stagnierend in den Playoffs, das erwarte ich dieses Jahr nicht. Schauen wir auf Shooting, Rondo, McGee und Howard sind raus, dafür Schröder und Gasol rein. LeBron wird deutlich mehr Platz haben, das hat sich in der Preseason schon angedeutet. Und auch defensiv mache ich mir da nicht viele Sorgen, klar gegen Rim Protection und Größe verloren, aber auch Gasol ist ein ehemaliger Defensive Player of the Year. Und zu Harrells Defense habe ich an seinem Breakdown schon etwas gesagt. LA hat 2 der 3 in meinen Augen besten Spieler der Welt, ist aber auch in der Position, wo man 10 Spieler in einer möglichen Playoff Rotation hat, die alle wirklich Minuten bekommen können, plus Talen Horton Tucker. Man ist außerdem jünger geworden. Überlegt mal, LeBron und AD sind die klaren Anführer, der eine ist der beste Spieler der Welt und der andere kommt gerade in seine Prime und ist der beste Big Man im Game. Man hat mit Schröder und Harrell den Gewinner und Runner-Up beim letztjährigen Sixth Man of the Year Rennen. Zu Caruso muss ich nicht viel sagen, KCP hat wunderbar gespielt in den Playoffs, Marcus Gasol ist nicht washed und Morris und Matthews bringen gutes Shooting. Von Kuzma kann jeder halten, was man will und ich verstehe eine Menge der Kritik an ihm, aber er ist jemand, der dir an einem beliebigen Abend 20 bis 25 Punkte geben kann und das ist wertvoll. Und dann wäre da ja auch noch Talen Horton Tucker, der wenn er so weitermacht, zwangsweise Rotationsminuten bekommen muss. LA ist der große Favorit und klarer Anführer in diesem Power Ranking und ehrlich gesagt ist es mir auch egal, wenn dann Leute so etwas wie Lakers Fanboy in die Kommentare schreiben. Das war letzte Saison auch schon so und wie ist das ausgegangen? Na dann, das war mal mein Power Ranking, macht gerne mal beim Gewinnspiel mit, unten stehen wie gesagt die Teilnahmebedingungen. An der Stelle noch der Hinweis, wer Bock hat, mich etwas finanziell zu unterstützen, jedes Video 24 Stunden eher zu sehen, 3 extra Breakdowns im Monat zu bekommen und als Willkommensgeschenk ein gratis Improve-Shirt, der kann gerne Kanalmitglied werden. Über den Link in der Bio kommt ihr hin.
Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.